Arbeiten, sich um die Kinder kümmern, die Großeltern pflegen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Und wie soll man das bloß finanziell stemmen? Familie und Kinder bedeuten Freude und Zusammenhalt. Im Alltag müssen Familien aber auch viel schultern. Deswegen ist der Staat gefordert, ihnen die Rücken zu stärken. In Bayern wird so viel für Familie getan wie nirgendwo sonst. Unsere Bilanz. Rund 40% des gesamten Sozialhaushalts geben wir für unsere Familien aus. Das sind allein 2017 und 2018 5 Milliarden Euro. Familie ist eine wichtige Schule des Lebens für Kinder. Wir erkennen die Leistungen von Eltern an. Mit dem Landeserziehungsgeld und dem Betreuungsgeld unterstützen wir bereits viele Mütter und Väter. In Zukunft wird das noch besser. Mit dem Familiengeld entwickeln wir diese Leistungen weiter. Für ein- und zweijährige Kinder erhalten Eltern ab September 250 Euro pro Monat. Ab dem dritten Kind sogar 300. Das ist einzigartig in Deutschland. Von dieser Familienleistung profitieren alle Eltern, unabhängig davon, wie viel sie verdienen und wo und von wem ihre Kinder betreut werden. Zusätzlich schaffen wir mehr Betreuungsangebote. Seit 2006 haben wir die Zahl der Krippenplätze vervierfacht. Allein in diesem Jahr stehen fast 2 Milliarden Euro für die Kinderbetreuung bereit. Damit schaffen wir echte Wahlfreiheit, denn Eltern wissen am besten, was gut für ihr Kind ist. Nicht nur Kinder brauchen Geborgenheit, auch im Alter oder wenn die Gesundheit nachlässt. Lassen wir die Menschen nicht allein. Mit mehr und besseren Pflegeplätzen kümmern wir uns darum, dass jeder sein Leben in Würde leben kann. Die Hospiz- und Palliativversorgung werden wir in den nächsten Jahren verdoppeln. Um Pflegebedürftige zu unterstützen, führen wir im September ein Landespflegegeld von 1.000 Euro pro Jahr ein. Für ein gutes und lebenswertes Leben müssen der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Darum kümmern wir uns.